Ja, hallo, ich bin der Dan von den Vorspielern und der Jules ist auch da. Hallo Jules. Hallo. Ja, und wir spielen heute mal Dead Nation, um halt nochmal die Liste ein wenig voller zu machen und euch vielleicht noch das eine oder andere zu zeigen. Um Alibi-Material zu haben. Alibi-Material, das ist Alibi-Material? Also damit wir hauptsächlich irgendwas auf dem Kanal haben. weil wir kein Hauptprojekt momentan haben. Ja, das ist ein bisschen kacke, ne? Also ja. Das ist, aber gut, muss ja auch nicht, ne? Wir suchen halt auch qualitativ hochwertige Sachen nur raus. Deswegen, qualitativ hochwertiges gibt es gerade nicht so. Ja, muss es auch nicht. Aber ich kann dir mal zeigen, was man... ja, zeig mir. Was ich im Inventar habe. Eine Taschenlampe. Schön. Und hier habe ich eine Coke, Schmerzmittel, Dose Bohnen und Wasser. Oh ja, von Heinz. Was denn? Die Dose Bohnen. Ja, die sieht so aus, ne? Die hat diese Optik. Ja. Also, um es mal ganz kurz zu erläutern, ich habe das Spiel noch nicht gespielt und gesehen und so. Das ist mein Primärrollball, steht total auf Zombie-Spiele. Und DayZ habe ich sogar auch früher gespielt, wo das noch, ja, jetzt kommt's, wo es noch keiner kannte. Also hast du auch nie die Dings gesehen, die, die Äxte? Also es gab ja Nahkampfwaffen. Ja, nee, die waren da noch nicht integriert. Die wurden reingepatcht und du musstest die Äxte immer nachladen. Nee, habe ich nicht. Da war ich schon wieder raus. Was? Was? Also die hast du nicht gesehen? Ja, nee, da war ich schon... Nee, ich hab's halt nicht lang gespielt, weil es war so verbuggt und alles, das ja, ging gar nicht. Das lag aber auch in der Arma-Engine. Ja, das ist eh so Arma... Und ich muss ganz ehrlich sagen, also im Gegensatz zu Arma 2 ist das hier Gold. Also von, ja. Auch von dem ganzen Installieren, dieser Abpatcher und so, auch wenn das... Ja, das war auch voll der Aufriss bei DayZ damals. Das musstest du irgendwie immer reinkopieren und dann hoffen, dass es irgendwie klappt. Ja. Und ja, und das hier, das funktioniert wesentlich besser, die ganzen Installationsdateien, man findet die relativ gut, der Patcher, der patcht auch so vor sich hin. Ja. Das geht auch alles einigermaßen. Und vor allem irgendwie ist die Engine auch besser. Also, man sieht es an dem Gras, wie das so runterfappt. Ja, das ist ja immer so. Das ist ja auch generell bei Arma so, dass du einfach das Gras auch dadurch, dass du da durchrobst, auch runterdrückst. Also du kannst auch, wenn du von Weitem irgendeinen da durchrobben siehst, dann siehst ja, du ja. Ihn vielleicht nicht, aber du siehst eine Schnalle. Ja gut, aber das sind halt so diese so Bitmap-Teile. Das sieht halt, das kann man besser machen. Man kann es besser. Nee, aber ich bin ja ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Operation Flashpoint damals gewesen. Ja, die haben ja dann, genau, die haben ja dann... Das sind ja Bohemia Interactive, sind das, ja? Die nee. Haben zwei, doch. Nee. Doch, Bohemia war das. 2001 haben die Flashpoint rausgebracht. Wurde dann irgendwie abgegeben, wurde dann von Bohemia weitergemacht. Nee. Und wurde Arma genannt. Irgendwie so war das. Nee, Bohemia war der Originalentwickler von Operation Flashpoint. Fuck. Und Codemasters war halt der Publisher damals und da gab es halt natürlich so Lizenzstreit und jetzt blieb die Lizenz bei Codemasters und die haben jetzt Operation Flashpoint Dragon Rising vor 2 Jahren oder so rausgebracht. Ja, das war dieser Kack, der nicht funktioniert hat. Ja, und das hier ist halt von den Originalentwicklern von Flashpoint. Gut, also hier ist nichts drin, jetzt muss ich mal einfach auf dem Acker machen. Die Zombies sind zum Glück in die andere Richtung. Oh, da ist ja ein Zombie. Ja, da ist noch einer. Der hat mich aber bestimmt schon gesehen. Vielleicht war es jetzt auch nur durch Leck. Deswegen, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ich renne jetzt einfach mal weiter. Also rechts hast du, was? Die Faust? Was bedeutet die rote Faust? Oh. Das ist, glaube ich, wenn Zombies kommen und du halt Stress hast, dann fängt die an zu vibrieren. Adrenalin ist das, glaube ich. Und was ist da drunter? Der das ist Erlmeyer-Kolben. Das ist die Körpertemperatur. Ja. Dann hast du Wasser, also Durst und Hunger, und ist das da drunter, oder was? Nee, das da drunter ist Blut. Dann wo ist der Hunger? Da drunter. Das ist so dieser ganz blasse Magen, also Hunger haben wir nicht. Ach das, ich dachte, das ist ein Fleck auf deinem Bildschirm. Oh. Ja, nee. Aber die ersten beiden, da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich weiß nur, dass wenn ich von Zombies angegriffen werde, oder wenn die mich verfolgen, passiert. Dass das blinkt auch so, mal. Okay. Aber so 100% sicher bin ich mir nicht. Und diese Körpertemperatur, das weiß ich halt auch aus Arma 2, also aus diesem Dayset, dass man da immer mit über erhöhter Temperatur gestartet ist. Und ich glaube, das ist das auch hier. Ah ja. Und, ja. Und für mich ist es erstmal wichtig, eine Waffe zu finden oder was? Ja, schon, aber vor allem erstmal überhaupt hier Zivilisation zu finden, dementsprechend erstmal der Straße entlang gucken, dass jetzt irgendwo mal eine geteerte Straße kommt. Weil in diesen Häuschen da, wie das von eben,
da findet man schon mal was, aber nicht immer unbedingt so viel. Ne? Okay, also das Hauptziel ist jetzt einfach nur dann, wenn du in so einer Stadt bist, Waffen zu finden. Das erstmal, ja, erstmal eine Stadt überhaupt finden, erstmal ein Dorf finden. Guck mal, da hinten, vielleicht geht schon was los. Kann sein, dass es natürlich, dass da jetzt hier Checkpot drin ist, ne? Aber kann ja auch sein, also, wie es meistens ist, dass du einfach nichts findest. Man startet wie bei DayZ auch random irgendwo auf der Insel, oder wie? Ja, relativ in Küstennähe immer. Ach, das ist auch wie bei DayZ. War ja auch immer Küstennähe. Ja, weißt du irgendwie was von den Entwicklern hier, dass ob die bei DayZ involviert waren oder wie? Nee, das oder? Kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, dass jetzt die Macher von DayZ ja von Bahamia eingestellt worden sind, um so einen Standalone-Titel zu machen. Der Dean Rocket Hall. Der ist ja das Mastermind hier. Das ist ja wie krass eigentlich. Also bist du eigentlich ein kleiner Modder, ja? Und wirst dann hier, auch wenn es jetzt nicht das große Studio ist, aber du wirst dann halt irgendwie angestellt ja, und machst eigentlich nichts anderes mehr, ne? Also ohne dass du jetzt irgendwie was, manchmal ist es einfach eher die Idee. Es ist wie bei Counter-Strike, war ja auch genauso. Oder ja. Gunman Chronicles, wenn du das noch kennst, damals das kenn von Half-Life. Das war super. Das war echt gut. Das habe ich mir auch gekauft damals in Karstadt. Hat aber, glaube ich, 8 Stunden oder 5 Stunden Spielzeit nur gehabt. Vollpreistitel. Mittlerweile sind das ja, wird das ja als Indie dann verkauft und dann kostet halt nur 10-15 Euro. Mit einer kurzen Spielzeit halt. Ne? Naja, Call of Duty hat ja auch nur so 8 Stunden Spielzeit. Ja, aber das da ist ja ganz klar der Fokus auf den Multiplayer. Ne? Der Singleplayer ist eigentlich immer nur ein bisschen Beiwerk. Also jedenfalls bei Battlefield war das, bei Call of Duty eigentlich nicht so, aber das hat auch so ein bisschen die Grenzen sich verschoben. Ja, nee, Call of Duty, die haben halt immer den schöneren Singleplayer gehabt. So, ne? Also die Singleplayer bei Call of Duty, da war ich immer sehr begeistert. Ja, wie viele Leute hast du denn hier auf dem Server? Full eigentlich? House! Da war das Haus voll. Ja. Ich muss mal aufstehen. Warte mal. Ja, wie viele Leute hast du auf dem Server? Also hier waren jetzt so über 25. Von wie viel passen eigentlich drauf hier? Ich glaube 50 oder so. Kann man nicht mal tappen oder so? Ja, stimmt. Also ich drück mal tap. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Also. Du musst die Waffen abliefern. Okay. Super. Ja, was hier auf jeden Fall ein Unterschied ist zu DayZ, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ist, die Zombies springen eigentlich schneller an als bei DayZ. Also von diesem, du bist lauter quasi. Ne? Okay. Nur ich habe bis jetzt irgendwie ein Schweineglück gehabt, ehrlich gesagt. Laufen die auch so starksig und verkantet irgendwie hinterher, also dass sie ja. so ein bisschen sich teleportieren. Weißt du, so, das war bei DayZ jetzt so schlimm, die sind einfach gelaufen, aber einmal waren kurz links, dann rechts und dann... Ja, ich weiß nicht, Mann. Also das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, kann aber natürlich auch sein. Also ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Nur ich bräuchte jetzt erstmal eine richtige Straße hier, dass man mal... Weil hier, guck mal, was das für riesige Landschaften sind, ne? Ja, ja. Ist ja eine Stärke von Arma, auch von Flashpoint damals schon, 2001, wo so die Weitsicht auf, vor allem diese riesige Insel einfach nur. Ja. Das war ja wirklich so ein Novum damals. Das war so grandios. Das war ja, so mein Spiel des Jahrzehnts das irgendwie. Das ist halt der Unterschied zwischen einem Ego-Shooter und halt einer militärischen Simulation halt. Ja, das ist dann da auch eher um das volle Wiedergeben von verschiedensten Dingen geht. Ja, und wie gesagt, hier hast halt hier das, wie gesagt, du läufst eigentlich meistens so nebenher. Du hörst irgendwo auch, dass da geschossen wird und gekämpft wird, aber du bist manchmal überhaupt in der Mission überhaupt nicht involviert, ne? Weil es einfach in einer anderen Ecke passiert. Ach, meinst du jetzt im Singleplayer vom normalen? Ja, zum Beispiel. Also, statt jetzt hier. Nö, ich meine jetzt aber, wenn du da halt, dann ist ein Angriffslauf und du bist halt gerade in einer blöden Position und dann, dann kriegst du halt nicht viel mit. Ja? Dann hörst du die Schüsse und bis du da bist, ist es entweder schon erledigt oder du kannst nochmal so ein, zwei Schüsse machen. Ja. Dafür rennst du dann halt eine Stunde darum, ne? Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, das macht halt den Charme und den Reiz von dem Spiel halt aus. Ich habe noch nicht einmal ein Fernglas. Kannst du schlagen oder so mit der Taschenlampe? Nee. Gar nicht. Da hinten zuckeln sie schon. Die Animationen sind aber besser als bei DayZ auf jeden Fall. Ja, gut, die haben natürlich wahrscheinlich, das ist jetzt nur eine Theorie von mir,
Aber nachdem, also ich mein, nachdem das so ein Erfolg war bei DayZ, haben die vielleicht sogar schon mal so ein bisschen customize-freundlicher das alles gestaltet. Ne? Ja. Das Auswahlmenü, dieses Schnellauswahlmenü ist immer noch die gleiche Scheiße wie bei Arma 2. Ja, das ist wirklich schon seit Flashpoint so. Die Menüs sind auch ziemlich hakelig, aber jetzt muss ich eigentlich mal ein bisschen aufpassen. Ich mache jetzt diesen Lehnen-Trick. Also ich lehne mich jetzt quasi zur Seite, ja? Und dadurch bewege ich mich langsamer. Okay. Und habe jetzt nur zwei Striche im Ohr. Ja. Kommen nur zwei Striche aus dem Ohr raus. Das sieht gut aus. Ist hier drin wahrscheinlich wieder. Oh, kann man Türen jetzt aufmachen? Ah ja. Konntest du auch bei Arma 2, aber da gab es halt nicht so viele. Ja, ja. Zwei leere Dosen. Ja, da ist jetzt nichts drin, das siehst du schon, oder was? Das ist nur noch leer. Ah ja. Ja, okay. Es gibt noch so ein paar Sachen, das sind dann halt irgendwie so Platzhalter. Ja. Aber bei den leeren Dosen. Leere Dosen haben sie verloren. Die sind im vollen Spiel schon drin. Ach, den hat sie eben nicht gesehen. Doch, aber ich habe losgelassen und bin dann schneller gelaufen, als ich eigentlich vorhatte. Aber mich wundert, ich glaube, das ist jetzt liegt an dem Update, dass sie jetzt auch so in die Häuser reingehen. Normaler, beziehungsweise. Pass auf, da ist die Nebenan. Ne, das sind hier so auf den Sack gehen. Was machen wir jetzt? Aber man kann durchgucken. Rechts jetzt. Machen die jetzt die Tür auf oder was? Ich dachte, du hast aufgemacht. Nee. Ja, lauf! Ja, ich. Der macht gerade hier voll die Moves. War das so ein Michael Jackson zum Beispiel? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass da irgendwie eine Tür hängen geblieben ist. Wie viel Schläge brauchst du, bis du tot bist? Etwa. Keine Ahnung. Weil das Ding ist, dass du halt. Guck mal da oben, das ist eine Militärbasis, da werde ich sicher irgendwas finden. Ah ja, super. Mal gucken, ob wir da was finden können. Weil bisher war ja eigentlich nicht sehr prall, was wir hier so in der Ausbeute hatten. So. Aber ich habe das, es wurde jetzt eben, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, wurde ein Patch installiert von Arma und auch von Dead Nation. Und ich habe das Gefühl, dass die Zombies ein bisschen entschärft worden sind. Aha. Also das ist jetzt ganz komisch, normalerweise hätten die mich schon längst am Arsch gehabt. Wenn wir jetzt eigentlich schon hinter mir her. Laufen die dir auch dann endlos hinterher oder lassen die irgendwann mal ab? Die haben ganz schön Ausdauer. Also man konnte. Und dass die Türen aufmachen, das gibt's auch nicht. Also das gab's auch nicht, das ist neu. Dass die in Gebäude reingehen, war auch neu. Normalerweise hatte ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zu diesem Haus hinkomme, dass sie dann reingespawnt werden, in das Gebäude, aus dem Gebäude rauskommen und haben sich immer so sternförmig ums Gebäude drumherum bewegt. Okay. Und jetzt war das zwar auch so, aber die sind auch teilweise ins Gebäude reingelaufen, was ich überhaupt noch nicht so erlebt habe. Aber guck mal, die laufen da hinten rum, ist gut. Kommen wir einfach von der Seite hier, wenn du mich mal am Arsch lecken. Ich mache jetzt trotzdem mal einen kleinen Move. Ist das auch hier so, dass die Spieler andere Spieler abschießen oder wurde da irgendwie was? Nee. So ein Ehrensystem oder sowas. Das ist ja gerade der Fund. Ja, was jetzt halt auch sehr interessant aussieht, ist 2017. Hast du da schon mal was von gehört? Ach nein, jetzt ist die Tür auch noch auf der anderen Seite oder was? Wow! Park! So wie bei Outlast hier. Ja gut, der hat mich jetzt schon erwischt. Aber jetzt macht er nicht mehr viel. Ja. Doch, der Disco danced. Ich will hier rein. Nein, bringt nichts. Schön. Ich wollte nochmal gucken, weil wenn er mich jetzt eh schon erwischt, dann kann ich auch mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas finde. Kannst du springen? Nee, oder? Klar. Echt? Das ist ein Militärsimulator, da kann ich. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man nicht springen kann. Der Junge, hast du gesehen? Ja. Ah ja. Hier sind Dinge. Tun sie Dinge. Oh ja, Survival Packs, auf jeden Fall immer gut. Munitions auch. Oh, Munition, damit kannst du die abwerfen. Dann. Vorerst. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt gerade. Erstmal ein Survival Pack nehmen. Was jetzt? Der eigene Fond Bitstream liegt nicht vorher. Ja, ist mir auch egal. Hauptsache ich nehme erstmal mein Survival Pack. Also Survival Packs sind ziemlich gut. Also sind so.
Ich glaube, da bekommst du ein bisschen Blut drüber wieder. Ah, okay. Wow, jetzt muss ich aber jetzt hier... Stimmt, bei DayZ war ja immer so eine Anzeige, dass man irgendwie... Ups. Wie viel Liter Blut? Man hatte so tausende Liter Blut oder so, und das ist alles runtergegangen. Also du hattest, glaube ich, bei DayZ so 4 oder 5.000. Ja, ja. Das sind nur tausende. Das ist runtergegangen. Achso, ich dachte so 1.000, habe ich verstanden. Tausende. Halt, wie du halt Blut hast. Ja. Die Anzeige hast du jetzt hier nicht. Vielleicht kannst du die irgendwie einschalten oder so, weiß ich nicht. Hab sie noch nicht gebraucht. Ja, aber ich würde sagen, was uns in dieser Basis da erwartet und wie lange der Zombie noch einen hinterher rennt, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, macht's gut, ciao. Tschüss.